Also ich glaube, Skandinavien wäre auf jeden Fall ein ganz großer Favorit mit. Wobei ich echt sehr heimatverbunden bin, deswegen lebe ich immer noch in der Kleinstadt Meerane. Das hat man gar nicht gefragt. Wenn ich im Ausland bin, werde ich immer gefragt, ob ich aus Berlin komme, weil die denken natürlich, wenn du so erfolgreich bist als Graffiti-Künstler, musst du aus einer Großstadt kommen. Aber ich bin auch erfolgreich gewesen, weil ich die Heimatstadt nie verlassen habe und mich in meinem Stil nie an Berlin oder an Großstädten orientiert habe. Ich habe damals schon gedacht, ich kann da jetzt nicht, bloß weil ich Graffiti mache, Skylines malen und U-Bahn. In Meerane ist noch keine U-Bahn lang gefahren. Ich wusste nicht mal, wie eine Straßenbahn aussieht als Kind. Oder Gangster mit Knarren und Baseballschlägern. Also habe ich Landschaften gemalt und Kühe. Und am Anfang hat mich die Szene gehasst dafür. Dann nannten die mich den Dieter Bohlen des Graffiti. Aber genau damit hatte ich Erfolg, weil es war neu, es war was vollkommen anderes. Und heutzutage jeder Auftragsmaler malt Landschaften, weil damit verdienst du erstmal gutes Geld. Ja, also Skandinavien wäre ganz weit oben, das muss ich sagen, jedes von den Ländern.